Spiel 1. So, was ist los? Also ich habe von Herrn ProSieben habe ich immer einen Auftrag bekommen. Hast du? Weil, wie ihr den Aufsager aufsagen sollt. Den könnt ihr einmal laut vorlesen. Der Aufsager war eigentlich nur für eine Person geschrieben, daher müsst ihr ihn gleichzeitig aufsagen. Wir konnten den Text auch nur einmal ausdrucken, weswegen auch nur einer von euch bei den Text lesen kann. Der andere muss dann halt gleichzeitig versuchen mitzureden. Ihr tragt dementsprechend ein passendes Outfit. Geht euch bitte umziehen. Dann geht euch mal umziehen. Und vorne. Vorne. Sehr gut. Hi Leute, wir haben das witzige Kostüm bereits an. Und ist das nicht ulkig? Zwei Leute in einer Hose. Und in einem Pullover. Guck mal. Ha! Also das wäre euer Aussage. Das sollen wir jetzt zusammen sagen. Als eine Person. Okay. Hallo Joko und Klaas. Auch von mir, einer einzelnen Person, herzlich willkommen zu Joko und Klaas gegen ProSieben. Wie ihr seht, muss ich leider allein auf euch anstoßen. Sagt euch die Familie schnell etwas. Jede Runde muss schneller absolviert werden als die letzte. Schon mehrfach gespielt, noch nie gewonnen. Ach, diese beschissenen. Ja, wo man immer hintereinander, genau. Jetzt steht hier als Regieanweisung, J und K fangen an, eins zu... Alter! What? Da hätte bald die neue Brille dran geglaubt, ne? Okay, gut. Ja. Aber wäre das nicht eine coole Schlagzeile, dass wir uns mit Champagner erschossen hätten? Wow. Den Rest zusammen. Den Rest regeln wir im Studio. Steven Gätchen kennt alle Regeln im Detail. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch viel Glück. Ihr werdet es glauben. Geoma Mittelschnell und Schwiegersöhne. Ja, was soll ich sagen? Also, den Job habt ihr ganz gut gemacht, aber normalerweise ist das für mich immer die Ruhepause, weil ich genieße euch ja den ganzen Abend und ich denke immer, in den Einspielern kann ich ganz gut... Wir genießen dich auch. Ja, ich weiß. Und jetzt seid ihr da auch noch drin. Aber ihr habt es ganz gut erklärt. Ja. Also, dieses Spiel hat ja eine Tradition bei Joko und Klaas gegen ProSieben. Wir sind damals in den 90ern gestartet mit Gevatter schnell und Söhne und mittlerweile angekommen bei Geoma Mittelschnell und Schwiegersöhne. Ist einfach erklärt, 5 Aufgaben stehen hier, die müsst ihr alle schaffen, aber immer ein bisschen schneller als die vorherige. 60 Sekunden habt ihr als Startkapital sozusagen. Das heißt, die erste Aufgabe müsst ihr 59 Sekunden lösen und dann immer weiter runter, bevor die Zeit abläuft. Ich erkläre euch jede einzelne Aufgabe. Hier drin sind 80 Murmeln. Die müssen in diese Flasche eingefüllt werden. Wenn die letzte Murmel reinfällt, stoppen wir die Zeit. Hier haben wir kurz bei euch zu Hause gestöbert. Das sind 2 Zeitschriften-Abos. Hört mal ganz kurz zu. Wir müssen nur parallel schauen, weil wir Angst haben, dass wir das verkacken. Ihr könnt ja mal fragen. 2. Aufgabe. Hier liegen 2 Klatschblätter. Ihr müsst das Wort Löwe finden und ausschneiden. Wenn das 2. Löwe auf der Stele liegt, stoppen wir die Zeit. Jeder einmal das Wort Löwe. Also nicht einer 2, sondern jeder einmal das Wort Löwe. Okay, deswegen auch 2 Zeitschriften. Verstehst du? Ja. Gut. Walnüsse. Bitte nur das Essbare, also knacken, Essbare rausnehmen und mindestens 15,3 Gramm hier auf der Waage platzieren. Kann auch mehr sein. Wir haben keinen Nussknacker. Nee. Ein Computer. Da ist ein Soundfile drauf, Bohemian Rhapsody von Queen. Und ihr müsst Mama... Das erste Mal, wenn Mama gesungen wird in diesem Song, finden. Wenn wir dieses Wort hören, stoppt die Zeit. Mhm. Ja? Und zu guter Letzt 6 Würfel, die ihr nacheinander, also ihr dürft gemeinschaftlich würfeln, aber immer nur mit einem Würfel, immer abwechselnd. Alle 6 müssen eine 6 am Ende zeigen. Mhm. Okay. Dann, okay, alles klar. Dann wir müssen jetzt erstmal mit denen beginnen. Es geht jetzt erstmal ums Timing. Das heißt, wir müssen die Sachen machen, die wirklich mit Geschicklichkeit zu tun hat, die man einschätzen kann und so weiter. Am besten wäre, so wie du auch gesagt hast, wir machen das mit den Murmeln. Wir behalten eine letzte Murmel in der Hand und schmeißen die rein bei 59 Sekunden. Also idealerweise. Genau, vielleicht ganz wichtig nochmal für all diejenigen unter Ihnen, die dieses Spiel noch nicht gesehen haben sollten. Wir blenden natürlich die Zeit nicht ein. Das heißt, die beiden müssen selber einschätzen, ja, das weiß ich, aber wie viel Zeit sie verbrauchen. Genau, das war nicht für dich, das war für die da. Ja, ja, ja. Aber das wäre gut, oder? Ist das nicht eine gute erste Aufgabe? Das ist eine gute erste Aufgabe, aber wie darf ich die Aufgaben der Würfel einordnen? Weil da ist ja, das ist halt totally random. Kollege Zufall wird mitwürfeln wohl. Hm. Aber das heißt ja, wo platzieren wir das? Weil das
Kann man nicht erstmal das machen und dann... Ja, also ihr habt es ja bisher noch nie geschafft. Vielleicht startet ihr einfach mal mit dem Erfolgserlebnis in diese Aufgabe. Ich habe auch eben schon zu Steven privat gesagt, ich hasse dieses Spiel. Ich würde das so machen. Wir machen beide die Aufgabe, aber ich zähle im Kopf mit, weil das ist die eine Sache, die kann ich 100%. Ja, das weiß ich. Ja, zählen. Okay, warte ganz kurz. Es gibt ja immer ein Startsignal und dann dürft ihr los. Ja, ja, klar. Okay, seid ihr ready? Ja. Erste Aufgabe, 80 Murmeln in die Flasche und hier kommt das Signal. Die passen so gerade rein. Ich mache so einen Filter. Das ist eine gute Idee. Ups. Hier, ich leg die mal wieder rein. Ich bin der Balljunge. Hälfte. Hier. Mach mal schnell. Ja. Stopp. Hat geklappt? Wir gucken mal. Ja, sonst hättet ihr es gehört. Oh, 58. Oh! Wow! So gewartet! Ja, ich hab ja gesagt. Ah ja, okay, dann. Wow, sehr gut. Das ist ein Stress im Kopf. 58. Ey, das macht mich wahnsinnig, diese Aufgabe. Sehr gut. Haben wir jemals eine Aufgabe geschafft beim Spiel? Ja. Ihr habt schon mal eine Aufgabe geschafft. Aber dann werdet ihr die leichtsinnig und dann schafft ihr die zweite meist nicht. Ich würde das, finde ich, auch gut als. Also jetzt 57 Sekunden, ne? Ja, aber das war. Warte mal. Also hier geht's um das Wort Löwe. Jeder darf eins ausschneiden. Wollen wir das nicht machen, lieber? 15,3 oder mehr. Oder mehr, genau. Aber wie machen wir das? Also müssen wir das jetzt so aufschlagen? Da tut mir richtig doll weh, du kennst mich. Man kann das so machen. Ja, genau, danke. Hast du es noch nie Weihnachten gemacht? Walnüsse knacken mit der Hand? Das dauert lange, wenn du es so machst. Das ist witzig, wie in so einer Tierdokumentation. Feuer. Okay. Gut, die Zeit läuft ab dem Startsignal und das kommt genau jetzt. Du legst drauf. Also nur das Essbare, ne? Also du machst da jetzt Klaggermatsch, aber. Könnt ihr mal gucken, wie viel das ist. Dürfen wir es jetzt schon drauflegen? Ja, logisch. Also 15,3 oder mehr, dann stoppen wir die Zeit. Guck, wir sind bei 4,7. Joko, ungefähr Hälfte würde ich sagen. Okay, das ist hier so ein bisschen. Ja, der People. Nimm die Sachen hier. Ja. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt hier nicht. 10. Also 10. Mehr als 10 Gramm habt ihr. Jetzt. Ich würde sagen, mach schnell. Schnell. Ja, genau, 15,3. Stopp. Alles gut. Ja, das war, du hast es gesehen. Ja, ja, alles gut. Wir zeigen euch die Zeit, die ihr noch habt. Oh, was? Was? Willst du mich verarschen? Also, ey. Alles in deinem Kopf. Ich war, ey. Also, es war jetzt gerade Zufall. Wie machst du das? Also... Möchtest du noch mal kurz, also, na, ich finde, dass der hat der Showgott, ich sag mal, eine Nuss vom Himmel geworfen, weil das, ich hätte auf jeden Fall noch 3 Sekunden gewartet und dann wären wir sozusagen raus gewesen, ja? Es war Zufall. Aber schöner Zufall. Es ich freue mich ja, wenn ihr das mal gewinnt. Ich habe riesen Stress gekriegt. Erster Vorteil wäre das heute. Ich mag auch gar nicht so gerne Walnüsse, deswegen habe ich nicht so viel Erfahrung mit den Dingern. Ich mag sie auch nicht so gerne. 55 Sekunden für Aufgabe 3, welche soll es sein? Naja, das geht halt direkt da vorne, ne? Da kommt der. Sag mal, wann kommt der? Du hörst doch. Mama, sofort einmal. Mama just killed a man. Pull the trigger, now he's dead. Das ist direkt das erste Wort. Aber das ist nicht das erste Wort, das kommt das lange Intro. Ich würde. Also, ich sag mal ganz kurz. Der Song dauert 6 noch was. Das ist so ungefähr. Mit der Leertaste startet und stoppt ihr oder ihr macht das einfach am Bildschirm selber. Ja, aber wenn wir das. Aber wir hören es nicht. Wie?
Sobald das Mama ertönt, stoppt die Zeit. Ja, dann stoppt die Zeit. Und alles, was wir danach machen müssen, muss weniger sein als das. Genau. Richtig, genau. Das heißt, wenn das sofort am Anfang kommt, hast du für also die Aufgabe, die dann noch kommen. Das ist ein Intro von, keine Ahnung, 25, 30 Sekunden, würde ich tippen. Oder vielleicht 20 und bei 22. Aber du sollen wir nicht erst reinhüpfen, ne? Ey, aber wir können doch so. Nee, ganz so kurz mal, nur um euch das zu erklären. Ganz kurz, wir sind auch hier Teil der Sendung. Wenn wir vielleicht ich weiß, was du die Zeitung machen, weil das dann können wir uns das noch ein bisschen. Nein, also gut, macht die Zeitung. Ich wollte euch nur sagen, ihr könnt auch reinhüpfen in den Song. Ihr müsst ihn dann nicht von Anfang an hören. Ja. Wir können das ja selber. Also ich würde sogar sagen, je nachdem, wo wir vom Timing her enden. Ja, also wenn du reinhüpfst und machst falsch, dann kommt auf einmal Mama. Pass auf, lass mich jetzt, ich bin auch Teil der Sendung, lass mich kurz sagen, was ich sagen möchte. Wenn wir das jetzt machen, du hast vollkommen recht. Ja. Ja? Ich habe das extra ordentlich zusammengekehrt. Wenn wir das jetzt machen, dann haben wir idealerweise es selber in der Hand, wann wir es legen. Es wäre mir lieb, Jogo, als kleinen Tipp, wenn wir jetzt nicht reden, sondern ja, okay. Also auch keiner, du auch nicht. Ja. Wenn wir einfach nur, weil ich muss jetzt zählen und gleichzeitig lesen und dann. Ich werde nichts sagen. Ich verspreche es. Sei denn, die Frage. Anders nicht. Machen? Wir brauchen das Wort Löwe. Es gibt in diesem. Jeder einmal. Blatt. Jeder einmal, ich muss auch mal. Genau, aber dann siehst du ja, auf welcher Seite das Horoskop ist, musst nur kurz auf die Zahl gucken, gehst auch dahin. Okay, sehr gut. Eure Zeit läuft ab jetzt. Ah, Tierwelt, Seite 22. Halbe Minute ungefähr. Wenn das zweite Löwe auf der Stele liegt, stoppen wir die Zeit. Wenn das zweite liegt. Ihr beiden Süßen. Zweimal Löwe und wir gucken uns die Zeit an, die ihr noch habt. Boah! Unglaublich. Was ist hier los? Was ist hier los? Aber jetzt bitte. Ja genau, ihr könnt jeder einen Würfel in die Hand nehmen, nicht mehrere und immer abwechselnd würfeln. Wenn eine 6 auftaucht, den nächsten Würfel euch schnappen. Werdet nicht übermütig. Ihr könntet das wirklich schaffen. Den ersten Vorteil auch. Das kann man aber, das ist jetzt echt schwer, ne? Weil, also wenn eine 6 hat, schiebt den zur Seite. Ja, kein Einfluss. Die ersten 5 Sechsen sind nicht das Problem. Nee, absolut. Aber die letzte kannst du halt schwer teilen. Aber lass uns erstmal 5 hinkriegen. Ja. Naja, ich sag nur, also ich probiere zu zählen. Aber 53 Sekunden habt ihr. Seid ihr bereit? Und wollt ihr? Wir können jeder einen und die ganze Zeit, oder? Ja, ja, ja. Ja nicht, dass wir uns gleich hier nochmal intervenieren. Nein, mach ich nicht. Wartet auf Startsignal. Und dann geht's los. Hier kommt's. Wie gut, dass Klaas auch würfelt. Was ist? Gut, aber jetzt müssen wir. Ich denke, so die Hälfte, aber jetzt, ja, mach einfach. Soll ich auch mal? So. Oh. Komm. Da darf es nicht scheitern. Ja! Oh! Bitte. So weit seid ihr noch nie gekommen. Bei diesem Spiel. Das heißt, wir sind weiter. Wir sind noch weiter, oder? Sonst wäre noch Arsch gekommen. Spiel. Sind wir weiter? Nein, ihr habt noch eine Aufgabe, die ihr lösen müsst. Ja, das ist doch, aber wie viel Zeit haben wir jetzt? Ja, jetzt zeige ich euch. Easy. Also, ist doch scheißegal jetzt. Mein Gefühl sagt mir, wir können es einfach reinlaufen lassen.
Also, das Ding ist, wir können jetzt einfach laufen lassen und dann, also, na, und dann, wenn wir... Okay! Und dann, weil wir haben jetzt sehr viel Zeit dafür, einfach dieses Wort zu finden. Es kommt am Anfang, nach diesem Intro. Ja, gut, aber warte mal. Also, easy peasy. Ist er ready? Warte auf das Startsignal. Ich möchte nur noch mal ganz kurz, genau. Ich will keinen Fehler jetzt machen, weil... 47 Sekunden habt ihr Zeit. Ready? Stolz. Ja. Steady. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Na komm, mach hin. Open your eyes. Oh, er singt, sing, the skies and see. Jetzt. I'm just a poor boy. Nein. Okay. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high. Ey, das darf jetzt nicht. Anyway, the wind blows, doesn't really matter. Boah, die Zeit, Leute. Moment. Ich kenne das Lied nicht. Du nicht das, wahr sein! Das kommt am Anfang, hast du gesagt. Ja. Moment. Bei 53 Sekunden wäre es gekommen. Wie viel hatten wir? 47 hatten wir. Habe ich den Song geschrieben? Nein, aber du hast gesagt, nach 35 Sekunden kommt er relativ. Ja, dann habe ich die Zahlen halt verdreht. Zufall. Aber können wir kurz weiterhalten? Ich will es nicht mehr hören, die Scheiße. Jetzt. Mach das aus. Das war's. Also war schon. Ja. Oh nein, ey. Oh Mann. Das kann nicht sein. Aber jetzt muss ich mich wirklich. Es tut mir, also erstmal möchte ich mich entschuldigen. Ey, sorry, Klaas. Sorry, wirklich, es tut mir wahnsinnig leid, okay, ja, okay. Aber ich muss kurz sagen, ich war gerade in so einer Zone, wo ich dachte... Du hast das Gefühl, du warst auf einem Konzert, ne? Ja. Ich war gerade in so einer Zone, wo ich dachte, wie geil sich das jetzt gleich ausgehen wird. Ja? Und man muss einfach feststellen, ich bin timingmäßig, das weißt du, nicht so gut wie du. Ja, ich bin... Wir können jetzt die ganze Zeit noch drüber diskutieren, ihr habt es mal wieder nicht geschafft. Joko? Ja. Naja, komm. Es ist ja okay. Ihr wart aber schon relativ weit. Ja. Das ist so eine richtige absurde Enttäuschung. Ich bin so euphorisch davon, dass wir die Aufgaben vorher so geil gemacht haben, dass mir das noch gar nicht bewusst ist, dass wir das verloren haben. Aber ich werde es heute, wenn du möchtest, gerne noch häufiger sagen. Übrigens, andere Videos auf diesem Kanal findet ihr hier. Ja, wenn ihr den abonnieren wollt, müsst ihr da oben gehen. Nee, hier. Da? Da. Da. Genau. Okay, gut. Und da gibt es ganze Folgen, und zwar auf Join. Auf Join. Bock?